dann habe ich wieder einfach Videos von dieser Sonja geguckt. Also, ich kann dir sagen, das ist schon top. Ah, da seid ihr ja schon wieder. Hallo, zurück hier zu Hagenbeck. Was bauen wir denn heute? Wir fangen an mit dem Afrika-Panorama und mit diesem ganz tollen Flamingo-Lounge-Restaurant, wo ich echt, ja, da habe ich mich irgendwie drauf gefreut, weil es mal was ganz anderes war. Und versuche jetzt hier erstmal so ein bisschen den Vorplatz zu bauen und sonstigen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein frohes Weihnachtsfest. Ich glaube, wenn der Part hier rauskommt, lass mich mal überlegen. Es müsste genau nach Weihnachten sein. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und habt euch reichlich beschenken lassen und habt auch alle die nicht vergessen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Gut. Zurück zu Hagenbeck. Wir machen ein Restaurant. Und ja, es ist anders. Es ist einfach anders. Mit diesen komischen Zeltdach-Dingern, die jetzt auch endlich mal zum Einsatz kommen. Ich dachte, irgendwie baue ich nie mit denen. Und jetzt kommen sie tatsächlich zum Einsatz. Und sie werden auch am Nordtor, sage ich schon mal, zum Einsatz kommen. Von diesem Restaurant kann man ja wunderbar dieses Afrika-Panorama sehen. Finde ich einfach großartig. Also diese Idee, die dort damals Karl Hagenbeck hatte, ist einfach großartig, dass man erst die Flamingos sieht, dann so ein bisschen Afrika-Steppe, so Zebras, Strauße, Wildwatzenschweine und dann die Löwen und jetzt ja auch, was heißt jetzt ja auch, also mit dem Tarfelsen und den, na, wie heißen sie noch? Die Mähenspringer. Das sind alles alpinen Ziegenarten, mein lieber Gaming Badass, nur so als kleine Randnotiz. Auch die Himalaya-Tars, die ja, wie der Name schon sagt, im Himalaya zu Hause sind und dort ihr Unwesen treiben. Ja, da bin ich jetzt momentan immer noch dran und bastel den Tarfelsen. Hab den so ein bisschen mit Terraforming versucht. Stand jetzt steht auch noch das Terraforming, die Terraforming-Spitzen dort. Ich glaube, ich werde tatsächlich alles mit Felsen bauen. Es gefällt mir einfach nicht. Na, egal, wir sind jetzt hier beim Restaurant, der Flamingo Lounge, in der man ganz gut essen kann. Doch, muss ich sagen. Und ist auch immer gut besucht. Kann man ordentlich, da kann man gut, sag ich mal. Die Form war mir nämlich so ganz. Ich habe geguckt auf Google Earth und überall. Ja, die Form ist besonders, ne? Ist irgendwie, weiß ich nicht, containerartig, wo das Restaurant drin ist. Also die Küche. Und alles davor irgendwie so Art Zeltplatz. Aber nicht wirklich. Und ja, ist halt anders. Ist mal was anders. Kann man so sagen. Naja. Muss halt gemacht werden. Hier, das war mir zu groß. Dann habe ich hier nur die 1 Meter Glasbausteine. Das ist auch tatsächlich irgendwie Glas. Genau, da kommen dann noch so ein paar Halte, Pfosten rein, damit das alles auch hält. Ihr seht, die eine Ecke ist etwas nicht so symmetrisch wie die andere. Hat einfach die Besonderheit, weil der ja auch dieser Weg zur Toilette ist. Ja, die ich dann hier auch gleich hinzimmer. Die beiden hinteren Toilettenteile sind irgendwie nicht zu erreichen. Das sieht man da aber nicht. Ich dachte, die wären verbunden, sind sie aber nicht. Das ist, naja, das Spiel hat so seine Eigenarten, ne? Das wissen wir doch alle. Die werden auch wieder weggenommen. Ich glaube, es gibt da nur die beiden vorderen. Und das ist immer so ein Struggle für mich. Welches Bauteil benehme ich jetzt? Gibt es das? Gibt es dies? So wie ich mir das vorstelle. Und natürlich, bei mir kommen immer Türen davor. Ich mag es ja selber nicht, wie ihr es in den Visiten schon wahrgenommen habt, wenn die Toiletten
nicht ordentlich eingebaut sind, sprich auch mit Türen davor. Ich meine, würde er zu Hause auch nicht die Tür auflassen, oder? Also, ich nicht. Würde ich keinem antun wollen. Nichtsdestotrotz, ja, auch diese tollen Zeltdächer kommen jetzt hier auch mal endlich zum Einsatz. Das ist ja alles so ein bisschen überdacht. So, naja, notdürftig nicht, aber es ist halt, ja, es sieht halt aus, wie es aussieht. Kann man es so sagen? Genau, so ein kleiner Pavillon, der da so rüber führt. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wenn das Ding aufmacht. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen Werbung machen. Also wer dann dabei sein möchte, das eröffnen wir im Livestream. So habe ich es bis jetzt mit meinen Sachen immer gemacht. Ob es jetzt Las Vegas war, oder der Moviepark oder sonst was. Das habe ich alles im Livestream immer dann eröffnet. Für mich ist das immer ganz toll. Ich weiß, ihr baut, also viele bauen diese Sachen mit, dass die Besucher eigentlich von Anfang an drinne sind. Beim Franchise kann ich es ja verstehen, man braucht ja die Kohle. Sandbox ist es für mich immer was ganz Besonderes, die große Eröffnung und ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen albern, aber weiß nicht. Für mich ist das immer was Besonderes. Wenn dann die ersten Menschen. Der Zoo war ja schon mal kurz auf, weil ich prüfen musste, ob die da durchs Tropenaquarium, so wie ich da die Wege und alles gemacht habe, ob die da durchkommen. Und da musste ich einfach den Zoo auch mal kurz aufmachen. Das ging nicht anders. Ist ja dann ja auch ärgerlich. Man baut und baut und baut. Und dann stellt man irgendwann fest, das funktioniert ja gar nicht, was man da gemacht hat. Das wäre dann ärgerlich. Aber egal. Ja, jetzt versuche ich hier irgendwie diese Ecke, die man da so wild und wüst hingesetzt hat, irgendwie dicht zu kriegen. Naja. Am Ende des Tages kriegt man es auch dicht. Man hat ja überall so kleine Bauteile, so kleine Mauerwerke und was weiß ich. Da kriegt man das schon. Und jetzt mal ganz im Ernst, wer guckt denn links hinten in die Ecke, ob das da jetzt dicht ist oder nicht? Da guckt doch keiner hin. Der Fokus liegt doch hier auf hier vorne, da wo es Mampf und Mampf gibt. Jetzt versuche ich irgendwie so einen Torbogen, den es hier im Eingang gibt, herzustellen. Also wieder Trick 17. Es gefiel mir alles nicht, was man da so bekommen hat. Und nehme dann hier wie soll ich, Plane, diese, genau, diese Plane aus dem Europack. Musste auch mal sein. Wird ja auch viel zu wenig genommen. So, dann machen wir noch ein paar Lampen ran. Soll ja auch was zu sehen sein. Ich sehe gerade da vorne, könnte man so ein bisschen das Dachloch schließen. Paar Kerzen auf dem Tisch, so wie es sein soll. Für die Ambiente. Von innen werde ich hier noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht im Off oder so. Da muss ich sagen, da denke ich immer, das ist nichts für ein Speedbild, weil da sucht man und sucht und sucht man nach kleinen Teilen und zum Dekorieren und so. Und dann denke ich, oh, das ist doch ein Speedbild. Wenn ich da nur durch das Menü scrolle und suche, und ist das irgendwie vielleicht ein bisschen langweilig. Und daher denke ich mir einfach mal, mache ich das im Offscreen einfach mal so ein bisschen. Genau wie die Zäune um und in dem Park zu ziehen, also diese kleinen Wegbegrenzungen, sage ich mal, ja, so nenne ich sie. Und die werde ich. Das mache ich auch offscreen, einfach damit, ja, ich finde das, glaube ich, für ein Speedbild ist das zu langweilig. Und da macht man sich einen Podcast an oder eine Serie oder sonst was und dann zieht man lang und schmutzig irgendwelche Zäune durch den ganzen Park, weil es einfach, das muss gemacht werden, es ist aber, ihr wisst es alle, es ist, ja, mein Gott, es ist einfach. Ja, es ist ätzend, aber am Ende des Tages sieht es halt gut aus. Ne? Es macht halt schon was her, wenn dann überall
so Wegbegrenzung sind und all sowas. Und auch hier so Kleinigkeiten, ne, dass man am Weg so ein bisschen Erde aufschüttet und weil es auch gerade natürliche Wege sind und überall so ein bisschen Busch und gepflanzt und all sowas. Das, ja. Hinterm Tor fehlt noch ein Häuschen, fällt mir gerade mal so auf. Ich glaube, da werde ich noch ein paar Mitarbeitergebäude machen, eventuell noch eine Toilette. Da ist noch irgendwie so ein verwinkeltes weißes Haus. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Gott, wie das jetzt noch aussieht. Wenn ich bedenke, ich bin ja jetzt mit dem Löwengehege und mit dem Stachelschweingehege hinter der Afrikasteppe da, bin ich auch schon fertig. Und bin jetzt ja, wie habe ich ja gerade gesagt, ein bisschen am Tarfelsen ist schon. Es ist dann immer schon merkwürdig zu sehen, wo ich da jetzt gerade bin. Hier habe ich beim Flamingo-Gehege mache ich einen Fehler tatsächlich, fällt mir jetzt hier so auf. Ich hätte mit so einer Bauelement, also mit einer Wand oder so, hätte ich die Maße nehmen sollen. Es ist einfach, in meinen Augen ist es ein bisschen zu tief, das ganze Gehege. Das sieht man, weil man dann wirklich wenig sieht. Meiner Meinung nach. Es hätte etwas höher sein müssen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Und da wird auch nichts mehr geändert. So. Halt, stopp. Alles bleibt so, wie es ist. Habt ihr verstanden? Ja, jetzt kommt das kleine Häuschen hier für die Flamingos. Die brauchen ja auch so einen Rückzugsort. Obwohl, wenn man im Sandbox-Modus spielt, man kann es auch alles ausstellen. Ich habe den Ausbruch tatsächlich ausgestellt, weil, also, stand da, als ich da gebaut habe, gab es das DLC und das Update noch nicht. Aber dann kam es. Und ich habe die Afrikasteppe gebaut und all sowas. Und die Strauße hatten Nachwuchs. Und Straußenküken, meine Herren, die können ja überall. Die können ja über jeden Zaun, über jeden Graben, egal wie weit, egal wie hoch, die können darüber. Also die ordentlich einzufärchen, ist gar nicht so einfach, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Die können ja überall drüber. Straußenküken, also unglaublich. Gibt es da noch Tierarten, die überall drüber können? So, ich bin jetzt hier aufgefallen, ich brauche doch ein bisschen mehr Land noch. Weil die Flamingos sollen ja auch irgendwo auf- und abschreiten können. Sieht immer alles so kahl aus, ne? Wenn man so gerade anfängt. Genau, das habe ich alles noch ein bisschen niedriger gemacht. Niedriger, weil, also hier geht es ja wirklich um Ebenen, die man schaffen möchte. Das ist ja auch wichtig im Afrika-Panorama, dass man auf Ebenen achtet. Weil halt, man möchte ja auch alles einfangen. Und ich, also da, das war tatsächlich, oder es ist immer noch eine kleine Herausforderung. Mittlerweile geht's. Wer auf Facebook, habe ich ja schon ein paar Fotos geleakt. Sagt man doch so schön, oder? Und, also man kann es tatsächlich sehr gut erkennen. Erst die Flamingos, dann die Afrikasteppe, dann die Löwen. Und ja, es ist immer noch, wie gesagt, Work in Progress, aber es macht doch auch einen Heidenspaß, etwas zu erschaffen, was schon da ist und mit der gleichen Funktion. Was mir noch ein bisschen Bauchweh bereitet, man muss ja den Tarfelsen, sage ich mal, muss man ja auch begehbar machen. Also sprich, dass die da auch hochkommen und auch nicht hinten ausbüchsen können. Das wird nochmal richtig interessant. Da muss man richtig richtige Steinarbeit leisten, die dann auch ineinander fließt, sodass sie das auch alles betreten können. Minenspringer habe ich tatsächlich als Mod gefunden. Ob die dann darauf schreiten, weiß ich noch nicht. Ich bin echt gespannt. Vor allen Dingen, das dann ja auch so funktional zu machen, wie es halt auch im Realen ist, das wäre noch was. Und ich glaube, man kann den Fels auch hochgehen, ne? Also im Real Life kann man da hoch und kann man
von da oben quasi in den Park, in den Zoo, in den Park schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht auch mache und dann alles drumherum quasi mit Fels. Puh, das ist eine Aufgabe, ne? Es ist eine Aufgabe. Gut, ich wollte es machen, ne? Ich habe mir das ausgesucht. Es macht Spaß. Ich wollte es machen. Ich denke, ich werde einen Begehbar machen. Ja. Schreibt, oder schreibt, ja, dann ist es wahrscheinlich eh schon zu spät, wenn ihr es jetzt in die Kommentare schreibt, aber ich denke, ja, er muss begehbar sein, sonst macht es ja keinen Sinn, ne? Also, wenn man schon real baut, dann auch richtig. Wird anstrengend, wird anstrengend. Wird kniffelig. Was heißt, also anstrengend nicht so, es ist ja jetzt hier keine Sportaufgabe, aber knifflig wird's. Wie mache ich es am besten? Wie kann man es am besten hinbekommen, dass das so aussieht und dass man es auch so benutzen kann? Obwohl, der Jörg hat es ja vorgemacht hier in Lipperland, als es auf die Externsteine ging, hat er es ja auch gemacht, ne? Da, ihr seht, die können überall ausbüchsen. Ich meine, Flamingos ist jetzt nicht so schlimm, ne, wenn die mal ausbüchsen. Ja, als das Update rauskam, kam mir ja hier irgendwo auch ein Tiger entgegen, der da, wie auch immer er es geschafft hat, konnte da ausbüchsen. Ja, die Ausbruchsrate hat sich auf jeden Fall erhöht. Seit dem Update, was ich nicht so ganz so toll finde. Wie gesagt, jetzt, ich habe es in Hagenbeck hab ich's ausgestellt, weil es mir einfach nervt. Hier ist es ja auch eher für die Optik und, ne, also, dass man was Nachgebautes hat. Aber es ging mir einfach auf die Nerven, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass jetzt die Tiere da überall ausgebüxt sind. Das mag im Franchise und im sonstigen mag das lustig sein, keine Frage. Aber hier so finde ich es eigentlich nicht so toll. So, ich habe jetzt mal versucht, hier das, den Suchfutterspender so ein bisschen zu kaschieren. Das gelingt eigentlich auch ganz gut. Gut. Ein paar Steinchen rein. Und also kaum zu glauben, dass sie die Steine da oben jetzt nicht betreten können. Aber wenn so ein Flamingo ausbricht, ja mein Gott, der ist jetzt auch nicht so der Weltuntergang. Ne? Also es sind jetzt ja nicht solche Tiere, wo man sagen müsste, oh meine Güte, warnt Hamburg, evakuiert Hamburg. Die Flamingos sind los. Nee, das mit Sicherheit nicht. Also von daher ist es jetzt nicht so wild, ne, wenn die Flamingos da ausbrechen, das ist jetzt nicht so schlimm. Ist halt ärgerlich, ne? Und wenn die sich dann ins Löwengehege verlaufen oder so, gut, dann ist auch egal. Dann war es das halt. Dann hat sich das Problem auch erledigt. So, ich habe mal kurz zwischengespeichert. Und ich glaube, ja, so langsam nähern wir uns dem Ende. Ich sag schon mal Tschüss. Vergesst die Visiten nicht, jeden Sonntag. Die Livestream nicht. Jeden Dienstag. Und ich sag schon mal auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.